zu den Ossis. Der Chat funktioniert. Alles okay. Wow, du bist so weit gekommen. Du musst stark sein. Ich frag mich, wie. Ich frag mich, wer stärker ist. Ich weiß. Lass uns einen Kampf haben. Boden. Ja. Autsch. Wie hast du gewonnen? Ich weiß nicht, meine Pokémon sind stärker als deine? Du hast gecheatet. Das muss es sein. Jetzt hau ab, bevor ich die Polizei rufe. Ja, ich habe gecheatet. Tut mir leid. Ich gebe es dazu. Oben lang oder unten lang? Was gibt's denn hier Feines? Der NPC, ja. Hast du die Frau in der Mitte der Route getroffen? Ich habe gehört, sie hat einen Meisterball. Bis dahin, lass uns kämpfen. Oh, yes. Ah, Aquajet. Rio-Attacke. Vergiss lieber nicht, was ich dir gerade erzählt habe. Ja, eine Frau mit einem Meisterball. Jetzt will ich es auch wissen. Schaffst du einen Kampf gegen alle Starter bis jetzt? Also alle Kanto-Starter und alle Johto-Starter sind genau 6 Pokémon. Aber nicht entwickelt. Er hat sie nicht entwickelt. Also Bisasam. Hat er schon Gift? Ich glaube. Ja. Glumanda. Als nächstes dann wohl ein Shiggy. Ja. Gegen Shiggy. Ja, keine Ahnung. Ich finde es fast irgendwie schade, dass wir den Donnerblitz entfernt haben. Ich treffe viel öfter Pokémon, wo ich Donnerblitz benutzen kann, statt Jump Kick. Und Jump Kick hat auch noch den blöden Nachteil, dass man sich selbst verletzen kann, wenn es daneben geht. Also keine Ahnung. Ich hätte lieber Donnerblitz drin gelassen.
Ha, so ein Schwächling. Wer wählt sich schon eine Cinderquill aus? Ja, warte. Sieht wohl so aus, als bräuchte ich ein weiteres Set von Starter. Ja, hol dir halt die Höhenstarter. Und dann die Sinnoh-Starter. Woher weißt du, was oben im Himmel ist? Besieg mich, wenn du die Antwort haben wirst. Stahl und Flug. Blöde Kombi. Die Wolken, Dümmerchen. Die Wolken. The clouds, silly. The clouds. Hallo, kann ich dir mit irgendwas helfen? Ja, ich möchte gegen dich kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das einzige Wort, was ich höre in dieser Gegend, ist kämpfen. Warum sehe ich so aus, als würde ich kämpfen wollen? Naja, du hast Bettler in deinem Namen. Also nicht Bettler im Sinne von... hast du mal einen Euro? Sondern ein Bettler im Sinne von Kämpfer. Du bist einfach unglaublich. Nur weil Bettler in meinem Namen ist, bedeutet das, dass ich zu dir komme und sage, hast du mal einen Euro? Hey, lass uns einen Kampf haben. Denn ich möchte. Und du hast keine Wahl darin. Aber so läuft das doch in diesem Spiel. Die quatschen immer mich an und ich habe keine Wahl. Ich kann nicht sagen, nein, ich möchte nicht kämpfen. Warum darfst du dann sagen, nein? Nein, wir kämpfen jetzt, junges Fräulein. Wir kämpfen. Ja, das ist nicht frech? Nö, wir sind Trainer. Unglaublich, du bist genauso... genauso rude. Ja, rude. Gott, Gott, verdammt. Ungehobelt. Du bist genauso ungehobelt wie der Skripter, der mich hier hingesetzt hat. Er hat mich niemals, er hat mich nie gefragt, ob ich überhaupt auf dieser Map sein will. Ah, wäre es so schwer, mich einfach in Trainers Valley neben die Lugia-Statue zu setzen? Ah, nach all diesem willst du immer noch kämpfen? Ja. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden wie dich getroffen habe. Sag mir. Erwartest du eine Belohnung? Also ein Belohnungsgeld oder so, also irgendwie sowas von mir? Falls du gegen mich gewinnst? Ja, natürlich. Bitte, geh einfach. Ich kann Leute wie dich einfach nicht ertragen. Was ist das für eine Kuh? Aber das sind doch die Regeln. Das sind doch die Regeln. Wenn jemand einen herausfordert, muss man kämpfen. Wenn man verliert, muss man Geld abdrücken. Kann man die irgendwie bekämpfen? Oder kann man irgendwas von der bekommen? Die ist komisch. Aber wenn mich jemand herausfordert, dann muss ich kämpfen. Aber die feine Dame kann sagen nein. Nein, komm her, Meisterball, komm her.
Meisterball! Meisterball! So nah und doch so fern. Price ist großartig, nicht wahr? Okay. Bist verliebt in den alten Knacker, ja? Okay. Wie du magst. Jedem das Seine. Jedem das Seine. So. Die können alle Items haben, außer die Zubat-Reihe. Okay. Warum habe ich Vollswipe gemacht? Ich wollte Dieb machen. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Das war ja keine große Hilfe. Nee, das war keine große Hilfe. unser erstes Eisrätsel. Ich glaube so. Da war jetzt irgendwas falsch? Nee. Moment mal, wir gucken uns das mal ganz in Ruhe an. Wir wollen dahin, ne? Wenn ich also da lande. Auf wenn ich hier von unten dagegen knalle, komme ich rüber. Das heißt, ich muss einfach nur. Um da dran zu knallen, muss ich hier dran knallen. Um hier dran zu knallen, muss ich von hier kommen? Das geht nicht. Könnte ich von hier kommen? Nein. Doch, es geht auch hier so. So, genau, ist doch voll einfach. Ach. Manchmal sieht man es einfach nicht. Belohnung. Hier ist nichts. Alles wird auf die Zubat-Reihe. Diese Löcher machen mir Sorgen.
muss ich wahrscheinlich wieder mehrfach irgendwo reinspringen und backtracken. Und das bei so einer Encounter-Rate ist leicht nervig. Oh Gott, wirklich, ey. Ich mach gleich hier so einen Schutz an. Also 1, 2, 3, 4 Löcher gibt's. Eine Leiter gibt's auch. Ach, hallo Lorelei. Die interessiert uns aber nicht großartig. Ich gehe mal davon aus, wir wollen da rein. Wir müssen wahrscheinlich das richtige Loch treffen, um dort landen zu können. Schaffen wir das auch so. Ich komme auch so hier hin. Brauche ich die scheiß Löcher nicht. Ein Delibird wär nicht schlecht. Oder ein Sneasel. Was Niesel ist wahrscheinlich die falsche Tageszeit, so wie ich mein Glück kenne. Der Morgenschiss kommt ganz gewiss, auch wenn er erst am Abend ist. Sehr schön. Wussten Sie mal, wir haben dich schon vermisst. Du musst noch ein Pokémon auswählen. Moment, wir hatten da vor uns eine Liste gepostet. Habe ich die noch kopiert? Ja. Geh mal auf. Also guck mal, du siehst ja hier, haben wir schon ein bisschen was ausgewählt, ne? Das Starter-Pokémon ist noch nicht gewählt. Du kannst eine Stimme zum Starter-Pokémon abgeben, ohne Voting, also ohne Döspunkte. Einfach bloß sagen, welche Starter-Pokémon du willst. Gekarbor, Hydropie oder Flamly. Das schreibe ich mir dann auf und das wird dann mit den anderen abgeglichen. Oder ist halt eine große Umfrage, ne? Und dann kannst du dir mit Döspunkten, wenn du willst, das letzte Team-Pokémon auswählen. Wir haben, wie gesagt, Starter, Milotic, Sableye, Wingull, Absol und das letzte muss auch, so wie die anderen, ein Höhen-Pokémon sein. Dafür ist die Liste, die ich gerade gepostet habe. Falls du Bock hast, musst natürlich nicht. Der Raum ist merkwürdig. Dann musst du nichts wählen, wenn du keine Ahnung hast. Aber du kannst ja trotzdem eine Stimme zum Starter-Pokémon abgeben. Sonst schreibst du einfach hin, Feuer, Pflanze oder Wasser. Yeah.
Oder ich zeig dir kurz ein Bild. Moment. Guck mal hier. Der Pflanzenstarter ist so eine Echse, ein Gecko. Ja, wird dann am Ende zu dem hier. Der Feuerstarter ist so ein kleines Küken. Wird dann am Ende zu seiner hier Kampfmaschine. Und Hydropi ist, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Irgendein Wasservieh. Wird dann halt zu dem hier. Ja. Schreibst da einfach Feuer, Wasser oder Gras. Und ich notiere es mir. Das mit den meisten Stimmen gewinnt dann am Ende. Logisch, oder? Wasser. Also husten Sie mal. Hat gewählt Hydropi. Wir haben bis jetzt 3 Stimmen für Gag Arbor und 2 Stimmen für Hydropi. 0 für Flemly. Ihr wollt wohl diesmal wirklich keinen Feuerstarter haben. Old Lady Isabel, wie hast du nur den Eispfad überquert? Ich habe es versucht, vor 20 Jahren aus dieser Stadt zu entfliehen, aber ich bin gefangen hier. Lauf, Junge, lauf, solange du noch kannst. Get out of here. Blackhorn City, eine mysteriöse Mountain, eine mysteriöse Bergstadt oder... Hier würde man Village sagen, statt Town, Village, Dorf? Ja, ein mysteriöses Bergdorf, das mitten in die Steine reingeschnitten wurde, wie auch immer, keine Ahnung. Du, hast du irgendwelche guten Bücher? Ja, Diablo-Bücher habe ich mehrere. Willst du welche ausleihen? Ich habe schon alle gelesen, die ich habe. Vielleicht kann ich dir eine Belohnung geben, wenn du ein gutes findest. Ernsthaft? Ich soll ein Buch suchen gehen? Schreibe ich mir auf. Wie heißt das hier? Blackthorn? Blackthorn. Blackthorn. Buch. So machen wir das. So. Ah, stimmt, Lilith hat noch gar nichts ausgewählt. Ich schreib's dir mal im Discord an, Moment. Ich hab euch alle im Discord. Ihr kommt mir nicht. Okay, angeschrieben. Mal schauen, wie lange es dauert. Strongman Joe. Ich habe Claire 5-mal herausgefordert und ich habe entdeckt, dass ihre Drachen-Pokémon keine Schwächen haben. Das stimmt doch gar nicht. Eis.
und Drache. Und du bist gerade hier durch einen Eispfad gekommen, der voll ist mit Eis-Pokémon. Fang dir da drin einfach 6 Stück, trainier die und dann zerfickst du die Drachen-Pokémon. So, wir haben Escape Rooms gebraucht, richtig? Brauchen wir mal so ein paar. Allzu viele braucht man ja nicht, aber gut, ein paar zu haben. Dieses Haus hat nichts Besonderes in sich drin. Geh nicht rein. Der genervte Nachbar. Was ist denn hier los? Team Rocket Großversammlung? Und ich bin nicht eingeladen? So. So passt das doch, oder? Team Rocket los mit Lichtgeschwindigkeit. Meine Eltern arbeiten während des Tages, also haben sie mich hier zurückgelassen. aber ich vermisse sie so sehr. Ich hoffe, du wirst diesem Chor nicht beitreten. Wir haben schon genug Kinder. Ich liebe es zu singen, aber ich hasse jeden hier. Ich hasse euch alle. Ach, ich liebe einfach alles, was alles über Gabe. Ich liebe einfach alles, was Gabe angeht. Shadow Lilith! Stollers. Ist das Höhen? Was ist dann? Stollunior, Stollrak, Stollers. Robustheit, Steinhaupt, Schwermetall. Dann hätten wir wieder mal eins mit Robustheit. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Die sind eigentlich immer recht gut, um gewisse Situationen zu retten. Die Frage ist, kann man es überhaupt rechtzeitig fangen. Ist das nicht so wie Aaron? Iron? Da. Ich habe leider noch keine Daten davon, deshalb weiß ich nicht, wo man es fangen kann. Ich schreibe es auf, ich weiß aber nicht, ob wir es in der Story fangen können. Wenn nicht, dann werde ich dich nochmal kontaktieren, dass wir das ändern. Aber wenn wir es fangen können, dann ist gut. Wenn jemand anderes es schon gesehen hat, könnt ihr mal bitte nachgucken, ob wir das fangen können. Das wäre eigentlich super, wenn wir es fangen könnten. Ich schreibe es auf, Moment. Heißt das, warte mal, Frage, du hast gesagt Stollos. Heißt das, du willst es so schnell wie möglich entwickelt haben? Oder ist es dir egal? Weil zum Beispiel, als ich Sherox gewünscht wurde, ne, da bin ich ja nicht mit Sichlor rumgelaufen, habe ich sofort entwickelt. Deshalb jetzt die Frage, willst du Stollers so früh wie möglich oder ist das Wumpe? Sonst schreibe ich Stollers auf, ansonsten schreibe ich Stollunio. Ist egal, gut. Dann schreibe ich Stollunio. Ich glaube, so heißt er. Wir hatten den Namen doch gerade hier irgendwo. Moment. Stollunior, genau. Perfekt.
So, dann haben wir das Team vollständig, ne? Hast du schon. Ah, nee, du hast noch gar nichts gewählt für den Starter, ne? Brauchst jetzt keine Punkte verwenden. Einfach nur sagen, welchen Starter. Jeder darf mitstimmen und der mit den meisten Stimmen gewinnt am Ende, ne? Also, wir haben Gek'Arbor, Hydropi und Flamely. Was möchtest du? Du möchtest Flamely. Die erste Stimme für Flamely. Gut. Mal schauen, ob noch irgendwelche Stimmen dazukommen. Wenn nicht, dann sieht es zurzeit so aus, als würde Gek'Arbor gewinnen. Mal schauen. Gabe, ich liebe es zu singen. Lalalala. Warum tragt ihr Team Rocket Outfits? Oh, hallo da. Wir sind die Drachen. Wir sind der Drachenlieber-Chor. Wir haben gerade eben erst geübt. Hä? Team Rocket? Was ist das? Ach, du meinst diese Klamotten? Tatsächlich hat Gabe sie auf einer Bank in der Nähe des Games Corner in Celadon. War das Celadon hier? Oder war das auf der. Celadon ist doch. Genau. Der hat es in Kanto gefunden. Der hat es in Kanto gefunden und hergebracht. Echt krass. Lass uns dir ein Beispiel unserer Musik geben. Und eins, zwei, und eins, zwei, drei, vier. Das muss ich jetzt anmachen. Das muss ich jetzt dazu anmachen. Ach nee, du hast schon wieder eine Erkältung? Ach, Mädel, du tust mir leid. Ich weiß nicht, wie du das immer wieder machst. Okay, also irgendwie hat der Chor es verkackt. Der Chor hat's verkackt. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ihr euch professionell verhalten sollt, wenn wir einen Zuschauer haben oder Zuhörer? Wollt ihr etwa wieder meine Wut spüren? Meinen Zorn? Nein. Ich gehe lieber ganz schnell woanders hin. Bist denn du für einer? Ich bin von Höhen hergekommen, um mir ein Shelgon zu tauschen. Willst du das gegen dein Dragonier tauschen? Nein. Hast du vergessen? Sowas von vergessen? Ich gebe dir gar nichts. Move Relearner. Hey. Möchtest du ein paar alte Moves wieder erlernen? Kostet dich nur 2000. Das ist genau der gleiche wie in Goldenrod, wa? Cool. Nee, danke. Gibt's hier Pokémon? Nichts Interessantes. Ich habe gesagt, nichts Interessantes. Aber das Level. Level 46. Wow. Alter, nicht schlecht, ne? Also Level 46 wild. Krass. Krass. Die Lilith tut mir schon ein bisschen leid. Also irgendwie jedes Mal, wenn sie in den Stream reinkommt, sagt sie, sie ist krank.
Das muss schlimm sein, oder? Hm. Drachenclub. Auf meinem alten Account bin ich da Mitglied. Ich weiß gar nicht mehr, wie man es macht. Das war, glaube ich, irgendwie übel schwer. Kann man hier irgendwie hoch? I want to be the very best. Was? Hey there, junger Trainer. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du ein wirklich starker Pokémon-Trainer bist. Du hast die gleiche Kraft in deinen Augen wie Claire, die Arenaleiterin dieser Stadt. Wir suchen nach besonderen Trainern wie dich für unseren Club. Du musst eine Karte kaufen, die aus der Haut eines uralten Drachen gemacht wurde, um uns beizutreten. Für diese Karte musst du 200.000 Poké-Dollars zahlen. Okay, Frage in die Runde. Weiß jemand zufällig, ob es noch eine andere Methode gibt? Muss ich das zahlen oder kann ich das noch irgendwie anders gewinnen? Ich habe das Geld, ich könnte es jetzt holen. Weiß jetzt aber nicht, ob es noch irgendwie eine andere Methode gab. Ich kann mich noch erinnern, es gab noch irgendwie so ein Drachenmedaillon. Und ich dachte, wenn man das bekommt, tritt man automatisch bei. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich guck gerade online nach. Ah, okay. Ja, okay, man muss es machen. Ja, um an Mewtwo zu kommen und dann später Mew und sonst was. Okay, ja. Ja, also dieses Drachenmedaillon, ich erinnere mich jetzt. Also du musst erstmal Mitglied sein und dann bekommst du das Drachenmedaillon. Nicht, du bekommst das nicht, du kannst Mitglied werden durch das Medaillon, sondern andersrum. Du musst erst Mitglied sein, dann kannst du das Medaillon bekommen. Okay. Also kaufe ich's. Willkommen im Drachenclub, Kid. Ah, unser neuestes Mitglied. Hoffe, dir geht's gut. Natürlich geht's mir gut. Sei gegrüßt, Trainer. Ich bin der, der exklusive Items an unsere Mitglieder verteilt. Aber nur, wenn sie auch gewisse Ziele erreichen. Der erste Preis, den du kriegst, ist, wenn du mindestens 70 Pokémon gefangen hast. Der zweite, wenn du 150 Pokémon hast. Und der letzte bei 240 Pokémon. Ah, also 150 haben wir schon mal. 240 noch nicht. Ah, du bist wieder da. Ich habe 70. Fantastisch. Bitteschön. Der Everstone, genau. Das Ding könnt ihr einem Pokémon zum Tragen geben und dann kriegt es nicht mehr diese Entwicklungsanfrage. Ja? Das ist praktisch, wenn ihr ein Pokémon irgendwo trainieren wollt. Also ihr macht EV-Training und dann macht ihr Leveled Up auf 95 oder sowas und ihr wollt nicht nach jedem Kampf diese dumme Frage, willst du es entwickeln, ne? Dann gebt ihm einen Everstone, einen Ewigstein. Es ist ein Brauch von alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Viel Glück. Ah, da bist du wieder. Hast du noch was erreicht? Natürlich, ab 150. 150 Pokémon. Ja, das sind wirklich viel. Fantastisch. Bitteschön, dein Preis. Du bekommst ein Eviolit. Das ist auch ein cooles Item. Das kannst du einem Pokémon geben, das noch nicht entwickelt ist, aber schon entwickelt sein könnte. Und dann boostet es seine Verteidigung und Special-Verteidigung. Also wenn ich zum Beispiel meinen Quilava geben würde, oder meinen Flaffy, ne? Ja, die anderen nicht. Quilava oder Flaffy könnte ich es geben. Und dann würde es extra Verteidigung und Spezialverteidigung bekommen. Wäre eine Überlegung wert. Vielleicht einen von beiden ein bisschen tankiger zu machen. Das Vieh ist immer so schweinelangsam. Das heißt, es kassiert immer. Es kassiert ständig. Deshalb, warum nicht einfach mal ein bisschen Power dazu geben auf die Verteidigung, ne? Eviolit. Ein mysteriöser, evolutionärer Haufen. Klumpen. Wenn ein Pokémon es trägt, das sich noch entwickeln kann, erhöht es sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung. Ich weiß leider nicht, um wie viel. Wenn irgendjemand Prozente weiß, mir Werte geben kann, wäre nicht schlecht. Hier wird es nicht angezeigt. Ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das Vieh ist langsam, es kassiert andauernd. Da kann es nicht schaden, wenn es mal ein bisschen mehr aushält. Hast du noch ein paar solche Sprüche oder willst du dir für andere Folgen aufheben? Ich habe nichts dagegen, wenn du hier lustige Sprüche bringst, solange es nicht bestimmte Grenzen sprengt. Also, ne? Aber vulgare Sprache ist bei mir okay. Stört mich nicht. Winston! Oh, was für ein Timing. Was für ein Timing. Wasser und Elektro ist das Vieh, ne? Ja, keine Ahnung. Aha. Ach, der hat auch noch diesen Mist. Nee, dann nicht. Hier, Winston. Das Wasser ist aber schön. Oh. Das ist die Drachenhöhle. Da darf man, glaube ich, nur rein, wenn man ein Drachenmitglied ist. Oder in den tieferen Bereich. Da ist dann noch ein tieferer Bereich und dann da kann man dann irgendwie diese Drachenmedaillon bekommen. Und dann kann man irgendwie gegen Siegfried kämpfen. Und nachdem man gegen Siegfried gekämpft hat, also mit seinem, glaube ich, Level 100er Team oder sowas, dann kann man in die Höhle in Azuria City, in Kanto, da wo das Mewtwo ist. 50%. Hm, nice, gerne. Und hier, wie man sieht, kann man Drachen-Pokémon fangen. Ja, ein paar sind uns noch nicht bekannt. Aber hier gibt es Drachen-Pokémon. Ist ja auch der Dragon Den, ne? Aber ich glaube, ich würde sagen, wir gehen erstmal die Arena machen. Aber wie machen wir die Arena? Wir brauchen Eis oder Drache. Wir haben weder noch, oder? Wir haben weder Eis noch Drache. Nirgendwo. Es könnte sein, dass wir uns hier brute forcen müssen. Einfach mit schierer Gewalt. Oder Shuckle. Mit Shuckle. Shuckle klärt. Dragon Pulse. Mal gucken, haben wir vielleicht eine Drachenattacke, die wir irgendjemandem beibringen können? Dragon Rage ist sinnlos. Dragon Breath.
Nicht mal ein Dragon Claw? Gar nichts? Wow. Okay. Was ist das hier? Dann werde ich mal gucken, ob ich mich hier einfach mit Shackle durchkämpfen kann. Warum nicht, oder? So, Drachen sind der Pokémon-Typ, der am schwersten zu besiegen ist. Ja, kommt hin. Wahrscheinlich.